Oh, oh, oh. Komm. Oh, oh. Ja, nein! Nein! So, Leute, wir spielen heute mal Minecraft. Nee, Roblox Bed Wars. Denn das ist ein mega, mega cooles Spiel. Ich habe das Ganze schon einmal gespielt. Und ich würde sagen, wir gehen auch mal sofort in eine Lobby rein, denn wir haben hier ganz viele Charakter. Es gibt hier ganz viele verschiedene Bed Wars Modi mit Zweierteams, mit kleinen Teams. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal in ein Einser-Team herein. Also, wir joinen jetzt jeden Moment in eine Lobby rein. Ich bin der einzige Spieler in meinem Team und ich spiele, denke ich mal, gegen 3, 4 andere Teams. Irgendwie sowas um den Dreh. Und Leute, wenn euch das Ganze gefällt, lasst natürlich wie immer ein Like da, lasst ein Abo da, dann weiß ich Bescheid, dass ihr mehr Roblox Bed Wars sehen möchtet. Denn das Ziel von Roblox Bed Wars ist natürlich, die anderen Betten abzubauen. Und ich muss natürlich mein Bett versuchen zu verteidigen, sodass es nicht abgebaut wird, indem man irgendwie Material kauft, also indem man hier Material einsammelt. Ihr seht, hier kann ich Eisen sammeln und jetzt gibt es hier so Shop-Händler. Und in dem Shop kann ich mir dann zum Beispiel Blöcke kaufen. Also für die Leute, die jetzt vielleicht Minecraft Bed Wars kennen, das ist vom Prinzip her eigentlich genauso. Man kann hier auch noch Sachen upgraden, zum Beispiel irgendwelche Damage oder sowas. Okay, keine Ahnung. Das werden wir alles im Laufe des Spiels erfahren. Aber sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick sehr, sehr cool aus. Auf verschiedene Waffen, die man upgraden kann. Und ich meine, wenn man diese Waffe kauft, dann hat man sie auch für immer. Also man verliert sie jetzt nicht, wenn man irgendwie stirbt oder so. Aber Leute, ich würde sagen, wir bauen es einfach mal rüber. Das sieht auf den ersten Blick schon mal sehr gut aus mit dem Rüberbauen an sich. Da wurde schon ein Bett tatsächlich kaputt gemacht, habe ich jetzt im Chat gelesen. Und worauf ich natürlich auch achten sollte, mein Bett muss ich auf jeden Fall zubauen. Das Beste, was wir natürlich uns nehmen können, wäre, glaube ich, Obsidian. Dann wäre unser Bett super sicher. Aber, ich weiß es gar nicht. Wir brauchen dafür Smaragde. Smaragde bekommen wir wahrscheinlich in der Mitte, schätze ich mal. Oder haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir ein Enchantment Table. Dafür brauchen wir Diamanten. Was haben wir hier in der Kiste? Haben wir irgendwas drin? Hä? F drücken. Nee? Okay. Keine Ahnung. Da kann man auf jeden Fall was hintun. Wahrscheinlich, wenn man mit anderen Leuten im Team ist. Hier hinter dem Gebäude ist auch kein Secret oder so. Hätte es natürlich sein können, aber ist nicht der Fall. Ach, warte mal. Da! Ah, genau. Bei den kleineren Inseln kann ich mir dann, glaube ich, Smaragde abholen. Lol, was geht denn bei dem ab? Junge, was geht denn bei dem ab? Hey! Hau ab, Alter! Will er mich töten? Nix da! Hau ab! Der will mich pushen. Was schreibt der? WTF? Was für WTF? Warum schreibt der WTF? Ey, nein! Ich glaube, mein... Was? Ich bin draußen? Wie sehr sind... Wie krass schwitzen die denn hier? Was? Als ob die hier so krass schwitzen. Okay. Ich fühle mich auf jeden Fall fehl am Platz. Damit ich nicht komplett schlecht abschneide, gehe ich jetzt einfach mal in eine Gruppenrunde rein, weil, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass ich alleine voll überfordert bin, wenn die so krass schwitzen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und da scheint die Runde wohl auch schon loszugehen. Okay, wir haben jetzt ein Vierer-Team. Insgesamt gibt es 4 Teams. Und ich würde sagen, Leute, schnappen wir uns einfach mal ein bisschen Eisen hier. Und dann schauen wir uns mal die Map mal an. Ich denke, das ist so auf jeden Fall besser, sich einen ersten Eindruck von Bed Wars zu verschaffen, weil ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Also schon ein bisschen Ahnung, aber ich habe jetzt nicht viel Erfahrung von diesem Spiel, weil ich es nur einmal gespielt habe und dementsprechend bin ich natürlich auch nicht so gut informiert hier. Wir scheinen aber im grünen Team zu sein. Das erkennt man daran, weil ich ja grüne Blöcke habe. So, und jetzt... Okay... Ich weiß auch nicht, was die beste Technik ist. Ob es besser ist, in der First Person zu kämpfen oder in der Third Person. Ihr könnt ja gerne, wenn ihr euch schon ein bisschen besser auskennt in diesem Spiel, einfach mal ein paar Tipps in die Kommentare schreiben. Ich bin mir sehr sicher, dass sich viele von euch besser auskennen als ich. Lol, der wollte mich jetzt hier kaputt hauen, Kollege. Nix da. Lol, der haut mich kaputt. Der haut mich kaputt, weil ich einfach kein gutes Schwert habe. Gut, er baut hier das Bett hier schon mal ein. Das ist auf jeden Fall essentiell hier. Ich schnapp mir jetzt hier nochmal ein bisschen Eisen. Und
versuche mir jetzt einmal ganz kurz das bessere Schwert hier zu kaufen. Habe ich natürlich nicht genug Eisen. Ah, mein, genau. Das ist mein Eisen. Hier links haben wir anscheinend Diamanten. Genau, da vorne sieht man ja Diamantblöcke. Und rechts haben wir auch Diamantblöcke. Ich kann mir gut vorstellen, viele von euch werden sich jetzt denken, oh mein Gott, Pat, du bist so ein Noob. Kann ich verstehen, aber vergesst nicht, es ist mit Abstand einer meiner ersten Runden. Dementsprechend sei es nicht zu böse mit mir. So, der haut hier irgendwas kaputt. Ich weiß nicht, was der kaputt hauen möchte. Der Yuzi, genau, Yuzi, was macht der denn da? Keine Ahnung. So, schnappen wir uns das Eisen. Gehen jetzt mal ganz kurz rüber. Und ja, wir haben... Ja, für Ausrüstung reicht es noch nicht, aber wir schnappen uns jetzt einfach mal, würde ich sagen, provisorisch nochmal ein paar Blöcke und bauen uns dann mal rüber Richtung... Ja, komm, wir gehen jetzt einfach mal in die Mitte. In die Mitte hatten wir sowieso schon fast unseren Weg. So, und jetzt baue ich mich hier einmal ganz kurz hoch. So, zack. Hier haben wir ein Emerald haben wir. Oh, wir haben alle schon eine Rüstung, ne? Oh Gott, ich glaube, hier sollten wir uns langsam zurückziehen. Wobei, jetzt wo ein Teamkamerad am Start ist, kann man vielleicht nochmal ein bisschen aktiver reingehen. Oh ja, ja, betteln die sich? Ne, die betteln sich nicht. Das sind alles meine Teamkollegen. Die dominieren anscheinend hier gerade die Mitte. Keiner baut sich rüber, ne? Kann ja sein, dass sich jemand rüberbauen möchte, aber das sieht doch ganz gut aus soweit. Die haben ihr Bett auch eingebaut. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe, dort das Bett einfach mal so spontan abzubauen. Die werden mich wahrscheinlich sehen. Okay, Leute, wir ziehen uns zurück. Wir holen uns jetzt einfach mal etwas bessere Ausrüstung. Ich hoffe, zwei Smaragde reichen. Ich habe keine Ahnung, was wir genau benötigen. Ich hoffe einfach mal, zwei Smaragde helfen uns irgendwie weiter. So, und wir brauchen... Okay, was können wir uns holen? Ach, eine Teleperl können wir uns kaufen damit. Ah, wir können es nur so... Und ein Diamantschwert können wir uns kaufen damit. Ah. Okay, jetzt ergibt alles einen Sinn, warum die jetzt hier auf diese dieses Markte warten. Aber ich sehe gerade, da ist schon wieder das andere Team, ne? Da ist schon wieder das andere Team. Da müssen wir aufpassen. Nee, das ist unser Team. Das ist unser Team. Und die sind jetzt fast... Ich gehe mal helfen. Ich gehe mal helfen. Ich will noch eben jetzt ein Markt haben. Komm, 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 komm. Jawohl. Perfekt. Ein Markt haben wir mitgenommen. Nein, 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 nein. Ich muss weg. 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 Nein! Boah, was für eine Range können die mich denn angreifen? Der Teil von der Eisenrüstung. Es ist so zum Kotzen. Es ist so zum Kotzen. Und habe ich jetzt wieder mein... Hatte ich nicht gerade schon ein Eisenschwert? Ich dachte, ich behalte das. Lol. Okay. Leute, dann nehme ich alles zurück. Ich dachte tatsächlich, ich behalte meine Sachen, wenn ich sterbe. Aber das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Zumindest habe ich ja hier wieder ein ganz normales Holzschwert. Aber der ist jetzt mit seinen Sachen wieder gespawnt, oder? Oder spawnt man nur mit der Rüstung? Ey, Leute, ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Dementsprechend helft mir gerne in den Kommentaren. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier ein besseres Schwert. Oder hatte ich gerade ein besseres Schwert? Jetzt langsam drehe ich hier auch am Rad, Freunde. Ich drehe am Rad. So, kann ich den jetzt hier holen? Kann ich den hier holen? Das müsste doch machbar sein, oder? Hier anzukommen. Ja, komm. Ja, komm. Hey, bleib stehen. Sapphire. Nein, 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 nein. Du stirbst. Also, ja, wir haben ihn getötet. Oh, oh, oh. Komm. Nein. Nein, ich hatte fast das Bett. Wie ärgerlich. Es hat nur noch ein doofer Block gefehlt. Und ich habe schon wieder mein Schwert verloren. Also, wir können stark davon ausgehen. Oh, der will hier kommen. Der will hier kommen. Nix da. Oh, der hat hier so Ballons am Start. Was? Ja, Kollege. Ja, wahrscheinlich. Nein! Boah, ich bin so lost in diesem Spiel. Das ist ja nicht mehr normal. Bitte befreit mich. Ich bin ja so lost. Nein, Kollege. Du haus ab hier. Nix da. Ist es besser zu springen? Ich habe keine Ahnung davon. Wahrscheinlich schon, damit man eigentlich so einfach treffen kann. Gehe ich jetzt mal einfach voll aus. So. Oh ja, der Gegner ist gestorben. Der Gegner ist auf jeden Fall gestorben. Also, von der Logik her macht es, wie gesagt, Sinn. Wenn ich springe, trifft man einen Spieler natürlich nicht so schnell, wie wenn ich jetzt die ganze Zeit nur dastehe wie so eine Statue. Aber ich weiß auch gar nicht, was macht mehr Sinn, in der First Person zu kämpfen, in der Third Person zu kämpfen. Keine Ahnung, deswegen, ihr seid gefragt, Freunde, helft mir gerne in den Kommentaren. Und wir holen uns jetzt nochmal ganz kurz besseres Equipment und passen dann mal ein bisschen auf, dass wir nicht sofort runterfliegen. Oh, der hat irgendwas geupgradet, sehe ich gerade. Team Generator Stufe 1. Okay,
Anscheinend bekommen wir dann, glaube ich, schneller Eisen. Also Eisen sollte jetzt, glaube ich, deutlich schneller spawnen. Was ja schon mal sehr nice ist. Ich kann aber auch Sachen in dieser Kiste lagern. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Macht auf jeden Fall Sinn. Und das hier ist eine normale Chest. Und das hier ist eine Personal Chest. Wahrscheinlich kann nur ich auf die persönliche Kiste zugreifen. Und bei der anderen Kiste kann wahrscheinlich jeder drauf zugreifen. Schätze ich jetzt mal. Oh, hier ein Bogen am Start. Pfeile am Start. Und ich würde sagen, eigentlich sind wir jetzt gleich ready, ne? Ich schnapp mir nochmal ein bisschen Eisen. Und dann sollten wir ready sein, in den Kampf zu ziehen. Die anderen... Oh, wer ist denn das hier? Wer ist denn das hier? Kollege? Ja, ja, nächster. Oh, getroffen sogar. Getroffen, sehr nice. Und... Ah, das ist, glaube ich, schon ein bisschen zu weit. Okay, das ist schon ein bisschen zu weit weg. Aber wir haben ihn zumindest abhalten können, hier rüber zu laufen. Weil das wäre jetzt gefährlich gewesen. Genau. Oh, oh, oh. Ja, das ist ein Teammitglied. Das ist noch alles okay. So, jetzt brauchen wir aber immer noch Rüstung. Ah, doch, nee, Rüstung haben wir. Rüstung haben wir schon. Was brauchen wir denn noch? Haben wir eigentlich alles soweit? Ja, gut, upgraden kann man immer. Das ist ganz klar. Aber das Wichtigste haben wir jetzt. Blöcke. Gut, Blöcke brauchen wir auch nochmal ein paar. Sonst wird das nichts. Okay, ich würde sagen, wir begeben uns einfach mal in den Kampf. Mal schauen, ob wir irgendwas reißen können. Ich hoffe, dass ich jetzt natürlich nicht sofort einfach nur sterbe. Das wäre sehr frustrierend. Ich weiß natürlich, dass ich jetzt nicht die beste Ausrüstung habe, aber hier sind jetzt ganz viele Smaragde am Liegen und theoretisch kann ich mir die jetzt einfach klauen. So, mein Team ist hier auf jeden Fall hier am Start. Ja, ja, das ist mein Team. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, wir holen uns jetzt mal hoffentlich die Roten. So, oh, ja, ja, ja. Ah, das ist der Letzte. Kann das sein, dass es hier der Letzte ist? Macht das Sinn? Ich denke, es ist... Hä? Ist einfach runter... Der ist einfach runtergesprungen. Was? Das ist mein erster Sieg im Bad Wars, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das, ja, kann sich sehen lassen. Ich habe zwar gefühlt gar nichts gemacht. War echt nicht gut. Also, meiner Meinung nach, vielleicht täusche ich mich. Aber, wie gesagt, Tipps und Tricks in die Kommentare. Dann machen wir bestimmt noch eine zweite Runde Roblox Bad Wars. Ich will immer Minecraft sagen. Also, Leute, Like und Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao.